Wir stehen gerade vor dem Wohnwagen von Susa und Savas. Die beiden leben inzwischen seit einem Dreivierteljahr schon in ihrem Tiny-Häuschen. Und bei unserem letzten Besuch hat das Wetter leider nicht mitgespielt. Deshalb sind wir heute wieder da und freuen uns sehr, euch die beiden heute vorzustellen und natürlich auch ihr Tiny-Häuschen zu zeigen. Dass ihr euch dieses Haus hier baut bzw. habt bauen lassen. Das Ganze hat eigentlich so angefangen, dass wir totale Fans von Peter Lustig, der in Löwenzahn der Hauptprotagonist ist. Mhm. Und den fanden wir immer ganz toll und wie der lebt. Und da haben wir gedacht, oh, in so einem Bauwagen lebt, das könnte man sich ja auch gut vorstellen. Mhm. Und naja, aus dem Bauwagen ist dann aber der Wohnwagen geworden. Etwas größer, etwas luxuriöser, muss man auch sagen. Ja. Aber vom Prinzip her geht es eigentlich darum, minimalistischer zu leben. Wir haben eigentlich immer Wohnungen gehabt, so um die 50 bis 70 Quadratmeter. Und wir haben uns Sachen gekauft, die wir nicht brauchten, nur um Platz zu füllen, weil der sonst eine leere Ecke war. Fast ein Gehalt von uns beiden ist immer draufgegangen für die laufenden Kosten, für die Miete und alles, was dazugehört. Und das ging uns auf die Nerven. Und wir sind teilweise in Wohnungen nicht reingekommen, weil wir zu zweit waren. Also wir hatten eine schöne Wohnung in Köln gefunden, die hatte, ich glaube, 34 Quadratmeter, die wäre eigentlich total schnuckelig gewesen, auch mit einem kleinen Garten. Ja. Und da war das Argument, dass wir zu zweit sind, dass wir da nicht reinleben. Zu zweit kann man nicht in so einem kleinen Raum leben. Müssen wir halt uns selbst auch ein kleines Häuschen bauen, das die Größe hat, wie wir sie brauchen. Mhm. Und wie viele Quadratmeter stehen jetzt hier hinter uns? Wir haben jetzt 27 Quadratmeter. Mhm. Oh, okay. Wow. Also ja, auch schon eine gute Größe für ein Tiny-Haus. Ja. 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 Also ich habe gerade die Anweisung bekommen, dass ich es kaum erwarten kann, jetzt reinzugehen. Und das kann ich tatsächlich nicht. Ich war schon ein paar Mal drin und ich bin begeistert. Und jetzt nehmen wir euch mit. Wir hatten uns für so ein Stauraumbett entschieden, weil wir hier halt auch noch mal was reinmachen können. Ne? Zum Beispiel Winterkleidung haben wir dann halt in solchen Behältern da unten drin. Und das war uns halt wichtig, damit wir noch ein bisschen Stauraum haben. Durch diese vielen großen Fenster, durch dieses weiß gestrichene Holz, entsteht immer auch noch so eine große Weite sozusagen, dass man sich nicht so eingeengt fühlt. Ja, ja. Und das war ja mit auch ein Grund, warum wir uns für einen Wohnwagen entschieden haben und nicht für ein Tiny House, weil die Fenster haben halt ein großes Gewicht und das klappt halt mit Tiny Häusern nicht. Da sind wir ja auf die 3,5 Tonnen beschränkt. Ihr wiegt jetzt wie viel ungefähr? Wir wiegen jetzt 8 Tonnen ungefähr. Okay. Mhm. Und das sind auch reine Holzfenster? Das sind reine Holzfenster. Mhm. Toll. Genau. Zwei sind, die kann man so richtig nach innen öffnen und das ist nur ein Kippfenster. Das kann man ganz aufmachen. Wow. Oh. Ja, da könnt ihr natürlich... Man draußen. Dann ist man draußen, genau. Und das Tolle ist, da geht die Sonne auf. Also wenn man dann morgens wach wird, wird man durch die Sonne geweckt. Toll. Und da hinten geht es dann unter. Was ich großartig finde, ist euer versteckter Kleiderschrank. Ja. Da müsstest du mal, glaube ich, ganz kurz reinkommen. Also unser Kleiderschrank ist so, dass wir diese Tür vom Kleiderschrank einerseits als Tür des Schlafzimmers benutzen können, wenn dann doch jemand mal hier alleine sein möchte. Und da ist halt unser Kleiderschrank. 90 cm, wir sind ganz stolz, haben unsere Klamotten sozusagen sehr reduziert. Marie Kondo ist wahrscheinlich einigen ein Begriff, die auch in einem Tiny House leben. Und danach haben wir versucht, das auch auszusortieren. Wir haben es jetzt hier auch schon so ein bisschen in diesen Behältern. Hier, ich muss noch mal so ein bisschen ran. Ich habe noch nicht alles geschafft. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mit unseren Klamotten mit 90 cm auskommen. Wie gesagt, die Winterklamotten sind dann da unten drin. Das wird dann halt immer von der Saison her dann halt getauscht.
Und es ist wirklich genug. Also man hat eigentlich viel zu viele Klamotten. Man zieht sowieso meistens das Gleiche an oder in, im Wechsel immer mal wieder so 7 bis 10 Garnituren sozusagen hat man, die man am liebsten anzieht. Und da braucht man eigentlich nicht mehr. Das ist halt auch nochmal Stauraum, wo ein bisschen was drin ist. Und man kann es wunderbar, wenn man hier abends noch so sitzen will, als Stütze auch benutzen. Das ist halt klasse auch. Das ist wirklich schön, ist cool. Hier ist noch ein weiterer Stauraum. Da haben wir halt so ein paar Sachen hier, so Lebensmittel und auch ein paar Geschirrsachen. Den haben wir wirklich aufgeteilt. Also da haben wir alles das untergekriegt, was man so als Lebensmittelvorrat hat oder ein paar Winterschuhe oder andere Schuhe. Super. Und dann seid ihr im Prinzip ja, habt ihr wie so einen Mini-Flur eigentlich und kommt dann direkt in diesen Wohnbereich mit dem Erker. Die klassischen Tiny Houses haben das ja oft mit einer zweiten Ebene. Das wollten wir damals nicht. Also wir haben uns schon überlegt, dass ich auch tatsächlich, wenn ich noch älter wäre, als ich jetzt schon bin, nicht mehr sozusagen vom Bett runterkraxeln will, von der Treppe oder so. Mir war wichtig, dass ich ebenerdig schlafe. Mhm. Und dadurch haben wir jetzt noch diesen zusätzlichen Raum, den Erker. Wir haben hier jetzt gerade uns noch so 2 nette Lämpchen gekauft. Sieht man jetzt nicht so gut, aber das ist abends eine sehr schöne Stimmung. Wenn wir mal Besuch haben, dann haben wir quasi das, können wir den Küchentisch runterklappen, stellen dann das Sofa an den Küchentisch und da passt dann so eine aufblasbare Matratze rein, die 1,40 mal 2 Meter ist. Und dadurch, dass wir hier noch auch zumachen können, haben dann beide auch ihre Privatsphäre sozusagen, ne? Der Besuch und man selbst auch. Und ihr könnt ja sogar noch hier stehen. Genau. Trotz der Erhöhung. Ja. Genau. Also das dadurch, dass wir beide auch groß sind. Ila nicht, ne? Ila nicht, ja. Komm, wir testen das mal. Ich glaube, Ila hat ja 4 Stunden oben gegen, ne? Ich würde ja hier auch nicht stehen, sondern ich würde mich hinsetzen. Genau, man würde da sitzen. Genau. Und es ist wirklich sehr bequem. Ihr könnt diesen gesamten Bereich auch wieder reinräumen. Genau. Zum Transport wäre es dann so, dass wir das reinziehen müssten. Es ist ja nicht so gedacht wie ein klassisches Tiny House, wo man halt wirklich auch schneller sich mit fortbewegen könnte. Der Wohnwagen steht auf Rädern und man kann damit sich irgendwo anders hinstellen. Aber es bedarf schon, glaube ich, einen Tag oder anderthalb Tage der Vorbereitung. Man kommt ja hier rein und du hast ja nicht gleich die Wand gegenüber, sondern du hast eben genau diesen Bereich. Ihr habt nämlich hier so einen schwenkbaren Fernseher. Also wir gucken verhältnismäßig wenig Fernsehen im Vergleich weniger zu früher, als wir in der Wohnung gewohnt haben. Das finden wir auch sehr schön, dass das ein bisschen weniger geworden ist. Ja, okay. Und genau, den kann man halt in alle Richtungen schwenken. Wir machen es auch meistens so, dass wir uns tatsächlich beim Kochen abwechseln, dass wir nicht zusammen kochen, sondern jeder muss mal oder darf. Und ich mache es auch manchmal, dass ich dann gerne mal so YouTube-Videos dabei gucke oder so. Aha. Also einfach auch Musikvideos. Ihr habt aber hier unter mir jetzt quasi den Keller. Also der gesamte Wohnwagen ist unter Keller? Wo die Räder sind. Draußen ist keine Unterkellerung und das quasi zwischen den Rädern ist eine Unterkellerung. Das ist eigentlich gedacht als Technikraum, weil wir irgendwann auch autark leben wollen. Also es ist geplant, dass wir uns noch eine Solaranlage aufs Dach packen und wir haben auch vor, eine Pflanzenkläranlage uns noch zu bauen. Da müssen wir uns aber noch mit beschäftigen, wie das genau alles geht. Okay. Aber das ist so ein langfristiger Plan. Und dafür ist der Keller noch mitgedacht, dass da liegen schon die Anschlüsse dafür. Da wird halt unser Technikraum, wo Batterien gelagert werden und mit Wassertank. Und du kommst da runter? Also genau, wir haben drei Luken. Das nutzen wir jetzt halt noch ein bisschen eben als Stauraum, wo wir noch ein paar Sachen aufbewahren. Cool. Der ist auch immer ein bisschen kühler als oben, also ist spannend auch jetzt gerade als Kühlschrank noch zu verwenden. Platz für ein kühles Kölsch. Genau, das ist da in der kleinen Luke, weil man das schneller hochnehmen kann. Was ist denn jetzt mit diesem Kamin? Läuft der denn auf Gas? Habt ihr über Gas? Ja, das ist ein Gaskamin. Kaminofen. Wir wollten ursprünglich einen Holzofen haben, aber den durften wir halt auf dem Platz nicht verwenden. Da dürfen keine Kamine, auch keine Holzöfen laufen. Und wie ist eure Erfahrung damit? Wir haben den 10 Minuten an und dann müssen wir schon wieder runterdrehen oder sogar ausmachen. Selbst im Winter war, ich glaube, das allerkühlste waren hier, glaube ich, so 13 Grad oder so. Ne? Also, als wir bei nach Hause kamen. Also, wir können es noch einstellen, dass er quasi eine Temperatur hält, aber das hatten wir eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Der Winter war zwar auch nicht so streng dieses Jahr hier. Normalerweise ist das hier halt schon so, dass es hier auch ein bisschen kühler wird und auch mit mehr Schnee. Das hatten wir dieses Jahr nicht. Aber wir sind nach Hause gekommen und haben dann den Ofen angeschmissen und in einer Viertelstunde war es warm. Ihr dämmt mit Wolle, ne? Genau. Schuhwolle. Ist, okay. Und wie dick sind eure Wände? Weil 16 mm. Das war ja auch mit dem Grund, dass es halt eben nicht
dass wir eine Wärme hier drin halten können. Die Schurwolle ist auch immer ganz gut, die nimmt ja die Wärme auf, nimmt auch die Feuchtigkeit hier drin auf, wir haben ein Feuchtemesser. Ist schon sehr wichtig im Tiny House, dass man da wirklich drauf achtet, diese Luftfeuchtigkeit auf dem richtigen Stand zu halten. Und jetzt sind wir ja auch schon in der Küche. Genau. Hat man die euch so eingebaut oder habt ihr zum Teil auch mitwählen dürfen? Wir haben mitgewählt. Klar, man hat Vorschläge bekommen, was man machen kann, und wir haben das dann ein bisschen so modifiziert, wie wir das gerne haben möchten. Also unsere Idee, was noch hier in der Küche verändert wurde, das war, dass wir eine zusätzliche Arbeitsfläche noch haben wollten. Und da haben wir uns hier noch eine Platte einbauen lassen. Wow. Wir hatten uns für so ein Vierkochfeld entschieden, weil wir sehr gerne kochen und auch vier Platten benötigen. Manche machen das nur mit zwei. Ja. Ne, und hatten uns für die etwas kleinere Spüle entschieden, nur mit einem Becken und einer Ablage. Das reicht auch. Wir machen manchmal Brötchen, auch backbare Brötchen in unserem Gasofen. Ne? Ach so, ein Gasofen? Genau, ja, Gasofen haben wir auch. Nee, wir haben Gasofen. Haben wir uns auch extra für entschieden. Und das geht, also wir sind damit zufrieden. Ihr habt hier eine Menge Stauraum. Genau, haben wir halt auch ein bisschen reduziert. Wir können immer zwei Menschen noch zu Besuch haben. Und sonst, wenn wir tatsächlich bald irgendwie ein Fest machen. Entschuldigung, das wollte ich noch zeigen, was ihr da gebaut habt. Das ist doch eure Konstruktion. Das ist doch eine zusätzliche Konstruktion. Genau. Das mit den Tellern. Dadurch habt ihr nochmal eine neue Ebene geschaffen. Ja. Ja, das heißt, ihr habt keinen Platzmangel, ihr habt nicht das Gefühl, dass irgendwo noch Platz her muss. Gar nicht. Wir haben alles untergebracht, was wir mitgenommen haben. Wir haben auch damals, als wir uns entschieden haben, das zu machen, haben wir dann schon immer geguckt, was braucht man wirklich, was können wir loswerden. Wir haben teilweise was in Köln im Vers vorgebracht oder haben was verschenkt, haben Bücher in solche Bücherschränke einfach getan. Wir hatten sehr viele Bücher, die haben wir dann alle, haben wir geguckt. Wir haben ein paar Bücher haben wir uns behalten, die wir gerne mitnehmen wollten. Aber den allergrößten Teil haben wir halt in diese Bücherschränke gebracht. Unsere Plattensammlung haben wir aufgegeben, die haben wir verkauft. Echt? Und naja, man muss sich dann halt nach und nach von den Sachen trennen oder man möchte dann auch irgendwann. Ne? Am Anfang sind vielleicht noch ein paar Sachen, wo es einem schwer gefallen ist, aber das, also alles, was wir sozusagen losgelassen haben, waren eigentlich positiv. Also war der Ballast so ein bisschen, ist von einem so weggegangen sozusagen, ne? Und wir haben es als sehr positiv empfunden. Und wir finden es auch nach wie vor schön, mit wenig auszukommen. Das finde ich auch super schön gelungen. Die Regale habt ihr dann nachträglich selbst eingebaut. Die hatten wir selber schon mal gekauft, die haben wir in einer anderen Küche auch. Und wir fanden das immer schon sehr schön, eine offene Küche zu haben. Wir haben früher sogar richtig offene Küchen gehabt. Jetzt haben wir ja tatsächlich auch Schränke, aber in so einem Tiny House ist es schon wichtig, dass man auch Zuschränke hat, damit das ein bisschen aufgeräumter aussieht. Wegen dem Kochfett auch? Oder ja, insgesamt. Also insgesamt, das bringt ja mehr Ruhe rein. Und wir hatten früher aber in größeren Küchen, wir mochten immer Küchen sehr gerne. Und da haben wir immer auch offene Küchen gehabt. Also wir mochten das nie mit Einbauschränken eigentlich. Aber hierfür war jetzt die Lösung tatsächlich besser. Das letzte Mal war es zu dunkel, jetzt ist es zu hell. Kannst du ja mal kurz anmachen. Die tolle Beleuchtung. Wir haben überall diese LED-Beleuchtung. Genau, also das ist ja jetzt einmal hier oben und einmal hier unten. Ne? Das ist auch großartig. Und da kann dann auch abends keiner mehr reingucken. Also genau, wenn wir die Jalousie runterziehen, dadurch, dass das Licht quasi, oder die Lichtquelle von außen ist, macht das einmal ein schönes Licht nach hier innen und man hat keinen Schatten auf der Wand. Das heißt, das kann man keiner reinsehen. Genau, man kann nicht reinsehen und die Schatten, man sieht nicht, wo man sich aufhält quasi. Das ist halt es ist natürlich im Schlafzimmer, da macht man schon mal runter, klar, ne, weil es auch ein bisschen verdunkelt. Oder im Bad. Ne? Aber das hier haben wir so gut wie immer offen und das auch. Selbst wenn hier abends steht und kocht und dann kommen hier welche vorbei und winken mal kurz, dann winkt man halt. Ja. Ist ja auch schön. Also so nachbarlicher Kontakt ist hier tatsächlich ganz gut, ne? Aber auch nicht aufdringlich. Und ihr habt ja trotzdem auch eure Grundstücksfläche, also es läuft da keiner direkt vorm Fenster vorbei. Und es ist tatsächlich auch so, obwohl wir keinen Zaun haben, wo wir sehr viel Wert drauf legen, dass wir keinen Zaun hinmachen, ist es immer so, dass die Leute, wenn die hier vorbeigehen und sich mit uns unterhalten, immer da hinten stehen bleiben, bis man dann sagt, kommt doch ruhig auf den Platz. Ne? Also sie sehen das tatsächlich an als unseren gepachteten Platz. Ja. Ich bin jetzt ganz gespannt, die meisten Tiny-Häuser hören ja oft schon bei dieser Länge auf. Ja. Es fehlt ja noch das Örtchen, genau, in dem man sich auch dann morgens frisch machen kann. Das ist auch ganz schön. Und ich finde auch recht groß. Also, ne? Ist alles drin? Sollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier reinkommen? Ich komme rein. Unser Waschbecken, das haben wir uns tatsächlich auch selbst ausgesucht. Das wollten wir speziell haben. Hier ist es auch wieder so, möglichst
reduziert, das dahin zu stellen. Hier haben wir halt noch ein paar Stauraum, ne, da wo wir noch ein paar Sachen unterbringen konnten. Aber auch das passt fürs Bad. Das reicht alles. Wir haben hier einen großen Spiegel. Wir haben jetzt nicht einen Spiegel, wie klassisch, ne, beim Waschbecken. Das ist auch ganz sondern toll. Sondern das ist halt unser Spiegel, auch unser einziger Spiegel in dem Haus. Super, aber ganz Körper. Der ist zwar hier getrennt, aber das macht überhaupt nichts aus. Ja. Man kann sich trotzdem ganz sehen. Toll. Und das finde ich halt auch super gut. Hier ist unsere Waschmaschine drin. Toll. Wir machen es auch tatsächlich so, dass wir unsere Dreckwäsche immer direkt in die Trommel reinmachen, weil wir ja jetzt nichts haben, wo wir das drin aufbewahren können. Und dann wird das relativ schnell dann gewaschen. Wenn die Maschine voll ist, dann waschen wir die Wäsche. Hier oben ist nochmal so ein kleiner Korb, da ist Feinwäsche drin. Okay, ich wollte gerade sagen, wie trennt genau, ihr das? Genau, die Feinwäsche dann, ne? Machen wir ja extra. Und wir sind aber tatsächlich auch so, dass wir bei 40 Grad waschen alles. Mhm. Wir glauben, dass das reicht. Ja. Dass man nicht irgendwie höhere Temperaturen. Klar, wenn man mal was hat, dann hat man auch mal 60 Grad, aber das ist so selten. Also Bettwäsche oder so vielleicht auch mal 60 Grad. Aber so die normale Wäsche, weil wir uns jeden Tag sozusagen umziehen. Mhm. Und dann ist es meistens ja nicht unbedingt Dreck, sondern vielleicht Schweiß oder so. Und dann reicht das mit 40 Grad zu waschen. Und wie trocknet ihr die Wäsche? Wir trocknen es auf den Ständer. Also wir haben keinen Trockner. Also entweder dann drinnen oder draußen. Genau, ja. Das ist ein Durchlauferhitzer für, ich glaube, 30 Liter waren das. Und damit können wir aber ganz bequem beide duschen und doch abwaschen. Also es reicht. Das ist auch super gut, die Dusche. Da kann man auch ganz toll bequem drin duschen. Habt ihr da jetzt einen extra Wasserspar-Aufsatz oder noch nee, nicht Nee, das ist ein ganz normaler Aufsatz. Und trotzdem kommt ihr mit dem 30 Liter Boiler, ja, ganz toll. Kommt. Wahnsinn. Sparsame Dusche. Ja, ich bin jetzt auch tatsächlich, also wir sind beide, dass wir jetzt nicht irgendwie stundenlang drunter stehen, sondern es ist zweckmäßig, einfach um sauber zu werden, deine Haare zu waschen schnell. Also weiß ich nicht, 5 Minuten höchstens. Und dadurch, dass der Ofen ja den Hauptraum eigentlich heizt, habt ihr hier im Bad dann nochmal extra... Ach genau, das ist nochmal so eine Wärmeplatte. Das war tatsächlich auch ein Wunsch von mir, weil ich es schon beim Duschen warm brauche, wenn es auch nicht lang ist, das Duschen, aber die ist auch ganz schnell warm. Da ist hier dieses, das machen wir, stöpseln man dann einfach rein und mit diesem Kleiner sieht man halt, wie warm ist es jetzt, die Temperatur und wie warm will man es haben. Mhm. Ne? Und das steckt man einfach rein und dann geht das auch relativ schnell. Wenn es im Winter, habe ich dann immer so eine Viertelstunde vorher das reingesteckt und dann war es hier drin warm. Toll. Und daneben gleich die Trockentrenntoilette. Genau, das ist unsere Komposttoilette. Für unsere tollen Beete, für unsere Gemüsebeete. Unsere ganzen Gemüse sind super gut angegangen und haben lecker geschmeckt. Ja, da weiß man, was ins Beet kommt. Genau. Ne? Man ist halt sehr ökologisch, weil man sehr wenig Wasser verbraucht für so eine Toilette. Weil man ja wirklich nur dann ein bisschen nachspült für die Pipi. Ne? Super. Wollt ihr uns denn verraten, was euer Wohlwagen ungefähr gekostet hat und wie ihr das Ganze finanziert habt? 93.000 kostet es circa. Und wir hatten halt 30% oder 40% hatten wir Eigenkapital, hatten wir vorher zusammengespart. Und der Rest, der wird finanziert über die GLS-Bank. Und dann seid ihr ja auch relativ schnell eingezogen und konntet dann somit auch eure Ausgaben, also das hat euch jetzt nicht stark eingeschränkt im Vergleich. Nee, wir bezahlen im Monat 540 Euro, also ca. 540 Euro immer ab, unseren Kredit. Und dann weniger als unsere Miete. Weniger als unsere Miete, dadurch genau. Konnten wir auch einen Tag Arbeit verkürzen, das ist das Schöne gewesen. Mehr Zeit für euch. Mehr Zeit für uns, genau. Wir sind günstiger und was eine Motivation für uns halt war, ist, dass wir jetzt nicht einfach Miete bezahlen und das Geld sozusagen zum Fenster rauswerfen, sondern dass wir jetzt unser eigenes sozusagen abbezahlen, aber nach 10 Jahren gehört es dann uns. Jetzt nur noch 9 Jahre. Nur noch 9 Jahre. Yay. Cool. Ich bin immer froh, wenn wir hier auf dem Platz fahren und hier zu Hause sind. Das Tolle ist ja auch, dass wir hier so viel Natur drumherum haben. Wir haben den See, wo man am See schön spazieren gehen kann. Wir haben den Wald hier oben. Das ist gleich, wenn man hier aus dem Haus hinter unserem Wäldchen kommt, gleich der große Wald. Und wir wandern halt unwahrscheinlich gerne. Und wenn wir frei haben oder wenn die Möglichkeit besteht, gehen wir wandern. Wir haben Susa und Savas auch noch gefragt, wie sie das machen auf so engem Raum. Wie kommt ihr miteinander aus? Und ihr seid ja jetzt schon 28 Jahre zusammen. Ja. Und ihr müsst euch nicht aus dem Weg gehen. Wenn wir uns mal streiten, ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich das nie so lange aushalten, dass wir dann böse aufeinander sind. Meistens so nach einer Viertelstunde kommt man wieder aufeinander zu und spricht dann nochmal darüber, warum das dann gerade so gewesen ist. Und man muss immer den Weg wieder da rausfinden und einfach aufeinander zugehen und über das, warum man sich gestritten hat, einfach nochmal reden. Na, manchmal sind das ja auch Missverständnisse oder
keine Ahnung, jemand ist gerade vielleicht nicht so gut drauf und die Grundstimmung ist vielleicht gerade nicht gut und dann muss man halt miteinander irgendwie gucken. Und das kriegen wir eigentlich, finde ich, immer sehr gut hin. Ja. Ne? Kriegen wir gut hin. Du also, darfst auch noch mal was dazu sagen. Wolltest du auch noch was dazu sagen? Ich habe alles gesagt. War alles gesagt und ich könnte es nur noch mal wiederholen. Es ist immer was sehr Privates, was man hier auch teilt und dafür danken wir euch alle, denke ich mal. Und wir sehen uns dann nächste Woche, das heißt in einer Woche wieder. Und Anja verabschiedet sich auch noch mal. Ne? Tschüss. Da ist sie. Tschüss. Bis dahin.